Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Siberia 2. Wir haben in der letzten Folge hier diesen Benzinkanister von diesen Burghoff-Brüdern oder wie auch immer die hießen, geklaut und wollen damit mal in die Maschine wieder in Gang setzen, damit wir unsere Kohle bekommen. Damit wir auch schnell weiterkommen. Das muss ich nicht machen. Okay. Dann kann man nochmal mit ihr reden. Hallo, Malka. Kann ich dich was fragen? Du? Immer. Wir haben aber nichts zu fragen. Ich habe immer noch Angst, dass wir dieses Mädel mitnehmen müssen. Weil, keine Ahnung, sie so auf wichtig gemacht wird. Naja, ich hoffe, wir bleiben verschont. Aber das warst du jetzt auch noch nicht. Oskar fällt doch bestimmt wieder irgendwas ein, weswegen wir nicht weiterfahren können. Irgendwas stimmt mit dieser Maschine nicht. Aber es stimmt denn jetzt schon wieder nicht? Also soll ich nicht dein Ernst? Oh, ey, ich hasse Maschinen in diesem Teil, in diesem Spiel generell. Das gibt's doch nicht. Was geht denn? Was? Oh. Da kriegt man ja Aggressionen. Also nur ich krieg die. Huch, bin gegen das Mikrofon gekommen. Das sollte ich vielleicht lassen. Wäre vielleicht intelligent. Was klappt denn jetzt nun schon wieder nicht? So hier zur Seite. Jetzt ist er vollgetankt. Ja, oh, aber. Oh. Ja, ich hätte den vielleicht doch mal anstellen sollen. Okay, mein Fehler. Alles gut, wir beruhigen uns wieder alle. Also hauptsächlich beruhige ich mich, ihr seid ja höchstwahrscheinlich schon ruhig. Na, aber trotzdem traue ich dieser Maschine nur. Ah, jetzt hören wir es doch dahin, unten arbeiten. Na, na. Sehr Kate schön. Walker! Kate Walker! Es ist furchtbar! Beruhigen Sie sich. Was ist denn los? Herr Vorarlberg ist verschwunden. Was? Er war im Zug und jetzt ist er nicht mehr da. Machen Sie sich keine Sorgen, Oskar. Er kann nicht weit sein. Den finden wir schnell wieder. Um seine Gesundheit steht's nicht zum Besten. Und es ist sehr kalt. Ich weiß, Oskar. Aber keine Bange. Ich mache mich sofort auf die Suche. Ach, wo ist der denn jetzt schon wieder hingelaufen? Bestimmt. Oh. Ich schlag auch gerade überall gegen. Bestimmt runter zum Zirkus. Beziehungsweise zu Zirkus, weil da unten ist ja gar kein Zirkus, nur dieser kleine Dings. Jetzt ist hier oben dieser Plakattyp da. Hat das was zu bedeuten? Aber der ist bestimmt da runtergegangen, um diese Pferde da wieder zum Laufen zu bringen. Wir fragen mal sie. Hättest du mal kurz Zeit für mich? Oh, du bist noch nicht weg? Oh, nee, noch nicht. Malka, hast du meinen Freund Hans gesehen? Ihm geht's nicht gut. Ich muss ihn finden. Den kleinen Mann? Ja, hab ich gesehen. Der ist nett, hat von Mammuts und einem fernen Land erzählt. Du hast Hans gesehen. Wo ist er? Er ging zu Zirkus. Er sagte, ich gehe einen alten Bekannten besuchen. Ich werde sehen, was ich finden kann. Danke, Malka. Tu, was du für richtig hältst. Ja. Aber da habe ich ihn ja auch schon vermutet. Hans. Hans?
Samaria. Saßen eigentlich diese zwei ekelhaften Burghoff-Brüder? Hans? Wie geht es Ihnen? Vater? Hans will nicht mehr auf den Speicher. Das alles ist nicht seine Schuld. Und er ist ja vollkommen hinüber. Hans? Wie geht es Ihnen? Dein Bruder ist ein Taugenichts. Hörst du, Anna? Ein Dummkopf und Taugenichts. Hans? Wie geht es Ihnen? Siberia. Okay. Hans, wie geht es Ihnen? Vater? Okay, jetzt wiederholt er sich. Ah, ja, super. Können wir währenddessen vielleicht mal gucken, was hier so alles ist? Ja, Hans ist uns jetzt ja umgekippt. Das, die Riesenpreisfrage ist, was mache ich jetzt deswegen? Die Zylinder? Ja, daran hat er nur gebastelt, das haben wir schon mal gesagt. Kate Walker, was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht recht. Hans erlitt eine Art Anfall, einen Fieberwahn. Es ist schlecht um seine Gesundheit bestellt. Das ist ja fürchterlich, Kate Walker. Wir müssen etwas unternehmen. Das kann so nicht weitergehen. Beruhigen Sie sich, Oscar. Ich werde sehen, was ich tun kann. Einverstanden, Kate Walker. Beeilen Sie sich. Werde sehen, was ich tun kann. Du bist ja lustig. Doch keine Ahnung. Ein Arzt konsultieren wäre mal nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben hier keinen Arzt. Ich gehe mal hier rein und frage mal den Colonel. Hallo. Colonel, Sie müssen mir helfen. Ich bitte Sie. Was kann ich für dich tun, Kate? Höchstwahrscheinlich gar nichts, aber ich frag mal. Ich möchte zum Kloster gehen, aber hier ist es so schrecklich kalt. Können Sie mir vielleicht warme Kleider leihen? Da. Auf dem Speicher gibt es vielleicht, was du suchst. Ich hole die Leiter herunter. Ich werde es Ihnen selbstverständlich erstatten. Das ist nicht nötig, Katjuschka Walker. Du bist wie ein Sonnenschein in diesem alten, staubigen Laden. Es ist mir eine Freude. Danke? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Auf dem Speicher findest du bestimmt etwas Nützliches. Ach, der hat ein Holzbein. Das ist mir doch überhaupt nicht aufgefallen. Fräulein, ich kann ohnehin nicht da hinaufsteigen. Colonel, Sie müssen mir helfen. Was? Ja, das hatten wir gerade, Hans. Haben Sie etwas gegen Fieber? Mein Freund ist krank. Leider nicht. Die letzte Arznei habe ich vor einer Woche verkauft. Toll. Hast du überhaupt noch irgendwas hier? Gibt es hier einen Arzt oder vielleicht eine Apotheke? Oh, das wohl kaum. Es heißt, die Mönche da oben würden was von Heilkunst verstehen. Zumindest wenden sich einige Leute hier hin und wieder an Sie. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, Colonel. Oh, nichts zu danken. Gern geschehen, Kate. Dann gehen wir mal auf den Speicher und gucken mal, was es da oben alles abzugreifen gibt. Da haben wir Klamottes. Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Ort finden. Winterkleidung. Meinst du, um die anzuziehen? Ja, gehen wir eben in den Zug ins Bad und dann machen wir das. Würde ich mal sagen. Oder wie meinte sie das? So, mehr gab's da oben leider nicht. Also ich weiß ja, ob sie das jetzt wirklich gemeint hat, dass sie einen Ort braucht, um sich umzuziehen, aber wir gucken mal. Endlich ein wenig Privatsphäre. Warm und elegant zugleich. Das sieht schon wie cool aus.
An irgendwen erinnert sie mich gerade, aber ich komme am besten Willen nicht daran auf wen. Darauf an wen, so. Gutes Deutsch. Aber ich wusste doch, dass sie irgendwas mit dem Bart zu tun haben muss. Weil es wird ja nicht für dumme Nüsse nur hier eingebaut worden sein. Und herunter mit uns. Ich frage mich immer noch, wofür der Hebel ist. Ob man den auch irgendwo für braucht, höchstwahrscheinlich ja. Malka? Ja, Kate? Mein Freund Hans ist sehr krank. Er braucht einen Arzt. Ah, sonst stirbt er, stimmt's? Wie meine Mama? Weiß nicht. Er möchte unbedingt ans Ziel seiner Reise gelangen. Manchmal genügt das nicht. Sehr realistisch, dieses Kind, muss man sagen. Schon als kleiner Junge träumte Hans davon, in das Land Sibiria zu reisen. Sibiria? Das gibt es gar nicht. Nur in Gute-Nacht-Geschichten. Und ich bin schließlich kein Kind mehr. Ach, echt nicht? Aber ich glaub daran, Malka. Dann musst du deinem Freund helfen, Kate. Sag mal, wüsstest du, wer meinen Freund Hans gesund machen könnte? In Zirkos Kneipe. Da gibt's Stärkungsmittel. Nein, ich brauche einen richtigen Arzt. Dann musst du zum Kloster. Kloster? Ich nehme an, in dem Kloster wohnen Mönche. Ja, Mönche mit langen, schwarzen Kutten. Oh, die machen einem richtig Angst. Vor Ordensleuten braucht man doch keine Angst zu haben. Und die können Hans gesund machen? Der alte Patriarch ist sehr streng. Er hilft deinem Freund nur, wenn du die Klosterregeln befolgst. Woher weißt du das, Malka? Meiner Mama hat er nicht sofort geholfen. Wegen der Regeln. Deswegen ist sie gestorben. Es tut mir leid, Malka. Es klingt ja sehr nach diesen Klischee-Mönchen. Oh, wie ich mich jetzt schon auf die freue. Sind bestimmt wunderherrliche Menschen. Ich rede trotzdem nochmal mit Zirkus. Vielleicht kann er uns ja vorübergehend irgendwie helfen. Guten Tag, Herr Zirkus. Guten Tag, Fräulein Walker. Wie geht es Hans Vorarlberg denn? Nicht gerade bestens. Wenn ich irgendwas tun kann. Ich stehe immer zu Diensten. Malka. Herr Zirkus, Sie waren es, der die kleine Malka aufgenommen hat. Stimmt's? Ich konnte das Kind doch nicht sich selbst überlassen. Und Ihre Mutter? Eine Zigeunerin, die vor irgendwas floh. War bereits schwer krank, als sie herkam. Fieber, Erschöpfung. Die Mönche haben versucht, ihr zu helfen, oder? Naja, wenn man so will. Als sie endlich die Güte hatten, die arme Frau ins Kloster zu bringen, kam bereits jede Hilfe zu spät. Denn diese alten Knacker haben ihre ganz eigenen Regeln. Sie lassen eher jemand abkratzen, als dagegen zu verstoßen. Ich kann die nicht leiden, Fräulein Walker. Verständlich. Was für Regeln meinen Sie? Eine dumme Tradition. Um sicherzugehen, dass der Kranke auch wirklich leidet, muss sich der Patriarch das Gesicht des Kranken ansehen, bevor er ihn empfängt. Aber wie denn? Das verstehe ich nicht. Man muss den Gesichtsabdruck des Kranken auf einem Tuch vorlegen. Verstehen Sie? Wie beim Leichentuch Christi. Bitte was? Oh nee. Oh. Herr Zirkus, Hans Gesundheitszustand beunruhigt mich. Das ist meine Schuld. Ich hätte ihn nicht um diesen Gefallen bitten sollen. Welchen Gefallen? Nichts Besonderes eigentlich. Nur diese verflixten Pferde zu reparieren. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Hans war schon vorher krank. Sie haben damit nichts zu tun. Arzt. Herr Zirkus, wüssten Sie jemanden, der Hans Vorarlberg behandeln könnte? Oh, Ärzte sind hier eine Rarität. Da fallen mir nur die Mönche ein. Die Mönche, haben Sie gesagt?
Die Leute sagen, der Patriarch des Klosters besitze Heilkräfte. Sie sagen auch, er sei nicht mehr ganz bei Verstand. Leicht hysterisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie dem auch sei, ich habe keine andere Wahl. Oh, so viel Sachen hier noch zum Labern. Herr Zirkus, würden Sie mich bitte zum Patriarchen des Klosters bringen? Nun, wenn Sie mich fragen, ich würde Ihnen eher davon abraten. Ach ja? Und warum? Die Zirkusleute und der Klerus waren sich schon immer spinnefeind. Mein Kabarett ist ein Ort des Lasters. Und ich bin nur ein alter Ungläubiger, der die Leute von der Kirche fernhält. Aber Herr Zirkus, wir befinden uns doch nicht mehr im 19. Jahrhundert. Hier schon noch ein bisschen, Fräulein Walker. Es ist besser, ich halte mich da raus. Das Kloster an sich? Haben die Mönche Telefon? Die haben hier noch nicht mal Strom. Nein, Sie müssen persönlich hin, Fräulein Walker. Ins Kloster. Und Sie überzeugen, sich Ihres Freundes anzunehmen. Dass diese Mönche kein Telefon haben, das konnte ich mir schon irgendwie denken. Wie gelangt man zum Kloster? Wenn Sie rausgehen, biegen Sie nach rechts. Sie können es nicht verfehlen. Danke. Es klang gerade wie bei Navi. Aber egal, Kloster weiterhin. Es ist bitterkalt, Herr Zirkus. Muss ich zu Fuß zum Kloster gehen? Gibt es wirklich gar kein Transportmittel? Vergessen Sie das. Das Gelände ist viel zu unwegsam. Sie werden wohl oder übel laufen müssen. Es tut mir wirklich leid für Sie. Ja, aber das haben wir auch schon geklärt. Leichentuch. Ich muss zugeben, das mit dem Leichentuch verstehe ich nicht ganz. Sie werden sehen. Die Mönche haben am Dorfende ein kleines eisernes Schränkchen deponiert. In ihm befindet sich ein Stapel Tuchstücke aus Leinen. Diese Tücher, wenn sie auf den Kopf des Kranken gelegt werden, nehmen dessen Schweiß so stark auf, dass sich seine Gesichtszüge auf dem Laken abzeichnen. Und der alte Patriarch verlässt sich bei seiner Diagnose auf diesen Abdruck? Auf jeden Fall, mein Fräulein, beurteilt er so, ob derjenige, dessen Gesicht sich auf dem Laken abzeichnet, krank genug ist, um ins Kloster gebracht und von ihm gepflegt zu werden. Ich nehme an, dass ein jeder sich bei Bedarf ein Laken aus dem Schränkchen nehmen kann. Nein, hüten Sie sich! Die Laken darf nur Malka ausgeben. Auf diese Aufgabe ist sie sehr stolz, müssen Sie wissen. Diese Verantwortung wurde ihr gewissermaßen vom Patriarchen persönlich übertragen. Und das Mädchen würde sie nie im Leben abgeben. Jetzt muss ich aber weiter. Beeilen Sie sich, Fräulein Walker, und viel Glück. Ich danke Ihnen, Herr Zirkus. Wieso denn ausgerechnet Malka? Das verstehe ich nicht so ganz. Warum jetzt ausgerechnet die? Aber ich würde sagen, bevor Sie... Obwohl, wir konsultieren Sie mal sofort wegen dem Leichentuch. Sag mal... Alles in Ordnung? Nee, eigentlich nicht. Zirkus hat mir von deiner Mama erzählt. Und warum man sie im Kloster nicht heilen konnte. Ja. Denn manchmal sind die Leute zu krank, um sie noch heilen zu können. Ist dein Freund zu krank? Ich hoffe nicht. Dann helfe ich dir. Oh, das ist aber nett. Kannst du mir helfen, Malka? Nur wenn dein Freund ein bisschen krank ist. Nicht zu sehr. Sonst macht es dich traurig. Tja, also versuchen wir's. Weißt du, wie bei deiner Mama. Bei den Mönchen. Also, auf dem Weg, der zum Kloster führt, steht eine Art Eisenschränkchen voller Laken. Die Mönche nennen das Grabtücher. Ich geb dir eine Münze, damit du eins holen kannst. Kate, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann? Was mache ich denn mit dem Tuch? Nimm es und leg es auf das Gesicht deines Freundes. Mhm. Okay, ich mach's so, wie du sagst. Danke für deine Hilfe. Komm mich wieder besuchen. Ich mag dich, Kate. Oh.
An sich ist sie ja voll in Ordnung, aber trotzdem hätte ich nicht gerne dauerhaft ein Kind bei uns auf der Reise dabei. Weil Kinder die Angewohnheit haben, einem schnell auf die Nerven zu... Also, besser gesagt, mir schnell auf die Nerven zu gehen. Aber wenn wir sie nur hier im Ort treffen, ist das ganz... Oh! Ah! Verbarrikadiert. Diese Leute mögen keinen unangemeldeten Besuch. Na gut, wer mag den schon? Also ich mag den auch nicht. So. Sieht ja sehr imposant aus, das Kloster. Ich hätte es gar nicht als für ein Kloster gehalten. Da wird sich die Brille aufgesetzt. Als ob die irgendwas bringt. Da haben wir den Münzschlitz. Dann holen wir mal uns so ein Leichentuch. Könnte auch so eine Lara Croft sein, oder nicht? Na gut, halt die Oberweite ist, egal. Die ist nicht so überdimensioniert wie bei der, aber muss ja auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Wichtigeres zu tun, als uns darüber Gedanken zu machen. Ach doch, nicht zur Maschine. Mensch, da wollte ich doch gar nicht hin. Als ob das so einfach wäre mit dem Leichtuch. Renn doch weiter, wenn ich nur eben das Inventar öffne. Meine Güte. Hallo. Jetzt dreht sie sich hier wieder fünfmal im Kreis, ey. Laufen hat sie immer noch nicht gelernt. Da kommt doch bestimmt dann irgendwie von Mädchen. Oh, ihr Freund ist gar nicht so krank. Und da müssen wir erst, was für Gott, was alles mit diesem Tuch machen, damit Hans kranker wird, wirkt. Leichentuch. Ich finde es jetzt nicht so angenehm, ihn ein Leichentuch aufs Gesicht zu stülpen. Hans Leichentuch. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Mal schauen, ob die uns schreiend davonjagen oder ob sie uns tatsächlich helfen. Aber so wie ich die Charaktere in diesem Spiel kenne, werden sie uns nicht helfen. Weil hier hilft uns irgendwie keiner. So, einmal hier runter. Ah, jetzt geht schon wieder dieses ewige Glatsch los. Du, 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 du. Ah, meine Güte. Ich hoffe, wir müssen diese Burg auf Brüder auch nie wieder sehen. Diese zwei stinkenden Gnolle. Weil ich mag die nicht. Die wird wohl keiner mögen. Jetzt wird wieder die Brille aufgesetzt, weil die auch so viel vor der Kälte schützt. Gibt's hier irgendwas? Nee. Das sieht ja eher aus wie eine Festung als wie eine Burg. Als wie ein Kloster. Das sieht, wenn eher wie eine Burg aus, als wie ein Kloster, aber egal. Was haben wir hier? Eine Schelle oder so. So, er wurde jetzt einmal freundlich mit dem Kopf geschüttelt. Deswegen... Läuten wir nochmal, um dir mal gehörig auf den Sack zu gehen. Hm. Muss ich gleichzeitig das Leichentuch verwenden? Nein. Okay, dann gehen wir einfach mal nach oben. Also ich glaube mal, dass es hier weiter nach oben geht. Ah, hier ist doch wer.
Entschuldigen Sie die Störung. Hallo. Gott segne Sie. Was kann ich für Sie tun? Ja, das sehen wir in der nächsten Folge, was er für uns tun kann. Denn die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Meine Güte, ging jetzt wieder schnell. Und deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Siberia 2. Und bis dahin, macht's gut.